Willkommen zurück zu Luigi's Mansion 2 im letzten Part. Hammer. Den Geheimlevel von der Gruselwille abgeschossen. Jetzt haben wir in der Gruselwille alle Juwelen, alle Buhus und den Geheimlevel auch. Und damit hätten wir diese zu 100% abgeschlossen. Jetzt geht's ab in die Efeutürme. Das ist die zweite Villa und es gibt, glaube ich, 5 Villen. Okay, B1 Klempnerwerk. Wollen wir mal sehen, was uns erwartet. Und ihr Abenteuer bittet in einen aufregenden neuen Ort. Bräuchte dich an Luigi, wie er sie mit dem Kopf wackelt. Nein. Der Igel lacht sich schickig. Ha, sehr schön. Ich immer wieder heben, so viel Tabenkrank zu sehen. Keine Ahnung, du wirst noch genug zu tun haben. Durch Bugplage muss ein Ende gesetzt werden. Und dafür gibt es nur einen Weg. Wir müssen den Finchermond wieder ganz zu schampeln. Mein Paarskop hat das nächste Stück irgendwo in jenen beiden Efeutürmen geortet. Wir sind schon lange verlassen und beachten uns auf exotischen Pflanzen und Geistern. Ja, das sieht die auch. Sind sie auch recht verfallen. Nicht mal das Wasser kann nicht mehr ungehindert fließen. Wenn wir doch nur einen Klempner zur Hand hätten. Wer ist ein Klempner? Die Efeutürme verfügen über ein komplexes Leitungssystem, das alle Maschinen antreibt. Da musst du als erstes dafür sorgen, dass der alte Wassergenerator wieder läuft. Luigi ist Klempner, der müsste eigentlich können. Mario und Luigi sind Klempner. Unten auf der Karte ist jetzt was einmarkiert. Angeblich gibt es hier 2 Juwelen in dem einen Level. Ach ja, und halt nach Ausschau nach einem neuen Geisterabend. Versteht sich von selbst, oder? Viel Glück, mein Lieber. Na, dann faxen wir den lieben Luigi mal in die Efeutürme. 2 Juwelen, ich hoffe, wir finden sie. Mann, freue ich mich schon auf diese Efeutürme. Sehen gruselig aus. Wow. Aha, die Pflanzen müssen wir wieder mit dem Strobo-Blitz blitzen. Ach, und außerhalb wären wir hingefoxelt. Wäre nett vom Igel gewesen, wenn er uns reingefoxelt hätte. Irgendwie schon gruselig. Na, was macht ihr Schönes? Geld spucken. Okay. Das erinnert mich jetzt irgendwie wieder ans Erste. Einen Schlüssel! Ist die schon geblitzt? Die Raben kann man übrigens auch blitzen. Ach, schau. Mangoslige Musik hier. Wassergenerator. Was macht der da? Sieht verdächtig aus. Okay, mit dem Schlüssel kann man das hier wahrscheinlich aufmachen, dachte ich mir. Mann, bin ich gespannt, was uns jetzt erwartet. Hoch. Na du? Gib mir Pasta. Jetzt muss man die auch sitzen. Nö, die muss man wahrscheinlich wässern. Was ist das? Ach, die muss man wahrscheinlich auch wässern. Der Fledermaus und... Ja, wusste ich doch, dass man das abziehen kann. Oh, Zester! Ach, da kommen wir noch nicht durch. Eine goldene Maus. Ah, Mist. Willkommen. Wow, Zepter. Und wie soll man da jetzt drauf kommen? Oh, da kommen wir noch nicht drauf. Okay, dann müssen wir jetzt wohl hier. Jetzt kommen wir genau in den Raum, wo der Geist drin ist.
Hey, das habe ich komischerweise schon im Trailer gesehen. Was? Wo ist er hin? Kann dir nicht mal Ruhe geben? Was ist das? Versuchen wir es mal. Okay. Oh, da oben sind ein paar Münzen. Ein Schlüssel. Ein Schlüssel ist immer gut. Dumm, dass hier nicht mehr angezeigt wird, wo man den einsetzen kann. Das haben sie im ersten Jahr. Was ist das? Die bringt ihr ja nicht. Was ist hier? Oh, man kann nicht durch. Verdächtig, dass hier nichts ist. Oh, Igitt ruft an. Gut, denn das ist keine Hilfe gebrauchen von mir. Jojo, ja, ganz wie befürchtet. Der Wassergänger hat euch selbst in Ordnung, aber die Leitungen sind verstopft. Sieh doch mal bei der Pumpstation auf dem Dach oben. Und beziehe den Generator. Ja, wir haben ihn. Jetzt frage ich mich, ob wir jetzt hier durch können. Dachte ich mir doch. Wir müssen jetzt ein Stockwerk höher, denn dort ist etwas. Da müssen wir jetzt rauf. Mann, bin ich verspannt. Na bitte. Vor denen brauchen wir keine Angst haben. Okay. Vielleicht kann man die Lampe da irgendwie. Ein Knochen. Knochen sind gut, denn damit können wir ein Game Over vermeiden. Was muss man hier machen, wenn ich fragen darf? Okay, da werde ich jetzt mal kurz nachschauen müssen, wie es hier weitergeht. Haha, jetzt weiß ich. Ich habe ganz vergessen, die Düsterlampe einzusetzen. Apropos Düsterlampe, ich habe noch was rausgefunden. Wieso beutelt sie ihn manchmal? Kann man die... Merkwürdig, aber hier rechts war noch etwas. Und zwar, das hier kann man wegmachen und dann kommt ein Buh. Das fällt alles auf dich zurück. Leg dich nicht mit Boomerang an. So einen hat man schon im ersten Luigi's Mansion, der Boomerang halt. Na bitte, wir ziehen ihm mal ordentlich die Zunge lang. Wow. Ist das jetzt ein Bug oder wie bekriegen wir den da unten raus? Na bitte. Den haben wir. So, den Buhu haben wir erstmal gesichert in diesem Level. Jetzt fehlen nur noch diese... der Wassergängerrate und die zwei Juwelen.
Hier gibt's auch wieder Juwelen und die sind komischerweise genau gleich geformt wie die in der Gruselvilla. Okay, gehen wir hier mal durch. Heieiei. Gewächshäuser. Hey, was geht hier vor sich? Na bitte! Hab ich dich! Du Kerl! Na bitte! Ich werde sie nicht wirklich. Vermute mal, den Level muss ich wieder unterteilen. Was sind das für dämliche Frösche? Ach so, komm auf die andere Seite. Also jetzt nicht runtergehen. Moment mal. Turmausgang. Hier ist irgendwo ein Juwel versteckt, angeblich. Eine goldene Fledermaus. Jetzt ist er weg. Aber hier muss irgendwo dieser Juwel sein. Ich freue mich jetzt nur wo. Hey, das können wir drehen vielleicht. Vielleicht können wir dadurch den Juwel bekommen. Was? Herzen? Das ist alles. Wo ist der Juwel? Wo ist der Juwel? Hier muss ein Juwel sein, da bin ich mir ganz sicher. Moment, ich glaube, der Part wird jetzt eher ein bisschen zu lang und deshalb sehen wir uns im nächsten Part wieder. Tschüss!